Meine neue Wohnung ist jetzt so gut wie fertig. Ich muss nur noch eine Vitrine anbringen. Willst du eigentlich mit zum Bowling kommen? Echt? Super, da sieht man sich endlich mal wieder. Ich habe auch von den anderen ewig nichts mehr gehört. Ich habe übrigens meine eigene Bowlingkugel. Die hat mir bisher eigentlich immer Glück gebracht. Die muss ich nur noch irgendwo finden. Aber du kennst das ja, wenn man frisch umgezogen ist und... Ach so, dann will ich dich natürlich nicht abhalten. Mach's gut. Ja. Klar komme ich mit zum Bowling. Echt? Super, da sieht man sich endlich mal wieder. Ich habe von den anderen ewig nichts mehr gehört. Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe übrigens meine eigene Bowlingkugel. Die muss ich nur noch irgendwo finden. Ja, du, ich muss erstmal weiterarbeiten. Sonst wird mein Chef sauer. Alles klar, Fabi. Ja, bis morgen. Tschüss. Thank you.
das Wort doch eigentlich ziemlich gut. Also ich fand, der Bass war noch ein bisschen schwammig. Der hing ziemlich hinterher. Ach Sepp, du hast immer was zu meckern. In erster Linie liegt es aber am Schlagzeug. Ich nehme jetzt erstmal ein Bier. Wir haben nächste Woche unseren Auftritt. Ja, nächste Woche. Musst du dich da jetzt betrinken? Das ist eine Woche. Lass ihn doch eins trinken. Warum auch nicht? Das ist die letzte Sepp, Probe. Du bist doch derjenige, der sonst immer trinkt. Aber nicht heute. Eck dich ab, das schaffen wir schon. Hallo. Endlich. Essen. Du bist aber spät. Ja, das hat mit dem Essen so lange gedauert. Wir wollten gerade weiter proben. Naja. Na dann los. Hallo. Hey. Hi. Hallo. Hi, Schatz. Hallo, Dave. Na, hi. Alles klar? Also dann, lassen wir uns begraben. Thank you.
Felix, heute Abend wird gepokert bei mir. Ich hoffe, du bist dabei. Ja klar, hab ich Vorräte. Bier, Chips, alles was man braucht. Ich komme gerade vom Einkaufen. Okay, ich muss Schluss machen. Also dann bis heute Abend, ja? Ja, mach's gut. Bestattungsinstitut. Alles vorbei ist, kommt zu uns. Wohl eher nicht. Habt ihr mal wieder was von den anderen gehört? Wen meinst du? Fabio und David. Nein. Von denen habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Ich auch nicht. Ich weiß nur, was Tina jetzt macht. Sie modelt. Ehrlich? Von der Putze zum Model? Nicht schlecht. Auf dem Laufsteg? Nein, für Männermagazine. Wollt ihr mal eins sehen? Nicht dein Ernst. Du hast die? Na und? Ich bin auch nur ein Mann. Naja, ist sicher billiger als eine Privatvorführung. Auf jeden. Auf dem Cover? Nicht schlecht. Und auf Seite 33. Talent hat sie. Jetzt kriegt euch mal wieder ein. Wenn du sie wieder siehst, sag ihr einen schönen Gruß von mir. Meine Tür steht jederzeit für sie offen. Das glaube ich. Ich sehe sie ja schon morgen wieder. Wir wollen zusammen um die Häuser ziehen. Wenn ihr am Nachmittag geht, kann ich mitkommen. Ich würde sie auch gern mal wiedersehen. Geht nicht. Sie muss dann noch arbeiten. Das kann doch alles nicht wahr sein. Scheiße. Guten Morgen, Edward. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, mein Auto startet nicht und ich hab's verdammt eilig. Haben Sie schon den Filter überprüft? Filter? Okay, passen Sie auf. Sie machen jetzt Folgendes. Hallo? Ich glaub's nicht. Mann!
Ist schon verdammt spät. Hast du unseren Stadtrundgang vergessen? Tina? Was? Aber wir haben doch gestern noch geredet. Wir wollten in die Stadt gehen und... Was ist denn passiert? Und dann ist das Auto explodiert. Einfach so? Einfach so. Verdammt, sie war heiß. Vielleicht geht ja doch wieder alles los. Ich dachte, das hätten wir abgehakt. 2 Jahre lang ist rein gar nichts passiert. Aber die Art, wie sie gestorben ist, das ist doch nicht normal. Manchmal gibt's halt dumme Zufälle. Dich berührt das wohl gar nicht, oder? Doch, aber warum sollte ich darüber trauern? Tagtäglich sterben Dutzende Menschen. Nur, dass wir die meisten davon nicht kennen. Tina habe ich auch nur 2-3 Mal gesehen. Obwohl ich zugeben muss, dass ich gern mehr gesehen hätte. Doch völlig aus. Bis zur Schmerzgrenze und noch viel weiter. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wann das Fabian Dave geworden ist. Nach deiner Theorie bestimmt Matsche. Jetzt mach dich noch lustig. Ja, hast du dir denn mal zugehört? Nur weil Tina einen Unfall hatte, heißt es noch lange nicht, dass es uns auch erwischt. Und selbst wenn dem so wäre, willst du dich in einem dunklen Loch verkriechen und hoffen, dass dir nichts passiert? Nein. Genieße den Tag. Das ist alles, was ich dazu sage. Leute, noch 15 Minuten, kommt langsam zum Ende. Also ich gehe jetzt in die Sauna. Kommst du mit? Ja, gleich. Ich mach bloß noch eine Übung.
Telefon. Hey. Hey, ich bin noch hier unten. Ja? War ja klar. Hallo? Ja, ich bin hier unten und kriege die Tür nicht auf. Warte, ich hole Hilfe. Ja. Ja, aber darauf kommt's nicht an. Wir müssen alle sterben. Mich hätte es damals genauso erwischt.
Was für ein Trost. Was sollen wir jetzt machen? Wir holen uns Hilfe. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Hallo? Wir hatten telefoniert. Ach ja, Sie sind das mit der Vision. Genau. Und Sie beide sind die einzigsten Überlebenden. Gucken Sie mich nicht so an. Ich denke immer noch, dass er verrückt ist. Das werden wir sehen. Erzählen Sie mir doch noch einmal die ganze Geschichte. Vielleicht haben Sie vor 2 Jahren von einem Flugzeugabsturz gehört. Ich habe es vorausgesehen und konnte noch alle rechtzeitig wegbringen. Vorhersehungen gibt es. Besonders wenn die Menschen aus dem näheren Umfeld kommen. Dann ist das nichts Ungewöhnliches. Aber was danach passiert ist, das ist doch nicht normal. Alle sind gestorben. Genau in der Reihenfolge, wie sie hätten erst sterben sollen. Dann bin ich aufgewacht. Dachte, alles wäre nur ein böser Traum. Bis ich gemerkt habe, dass alles wieder neu beginnt. Moment. Wollen Sie jetzt sagen, Sie erleben das alles jetzt zum 2. Mal? Den Absturz habe ich schon 3 Mal überlebt. Aber Drogen nehmen Sie keine. Was? Ich möchte mich ja nicht über Sie lustig machen, aber das klingt alles so weit hergeholt. Da hat er recht. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie sich mir nicht öffnen. Medikamente und Drogen trüben die Wahrnehmung und führen zu Halluzinationen. Ich glaub's nicht. Ich komme hierher, um Hilfe zu bekommen und nicht um ausgelacht zu werden. Und du? Du schließt dich ihm auch noch an. Es war ein Fehler, herzukommen. Das ist nicht nötig. Noch nicht. Dieser Blödarsch. Wahrsager, was erwartest du? Ich hab's doch gesagt. Es ist doch nicht vorbei. Und Sie sind jetzt also der Letzte in der Liste. Sieht wohl so aus. Aber Sie haben das alles schon einmal durchgemacht. Sind Sie in Ihrem Traum... Vision. In Ihrer Vision denn auch gestorben? Nein. Ich habe jemanden getötet. Eine Person, die mir sehr wichtig war. Der Tod eines Unschuldigen soll die Kette auflösen. Sie haben also überlebt. Vielleicht machen Sie alles deswegen noch einmal durch. Was? Meine Theorie? Sie sind dazu verurteilt, es so lange durchzumachen, bis Sie tot sind und das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Soll das heißen, entweder ich erlebe das alles in Endlosschleife oder ich muss sterben? Was ist denn das für eine Alternative? Überlegen Sie nochmal. Gab es irgendwelche Hinweise, wie Sie sterben sollten? Ja, die gab es. Bei Rico habe ich in der Sauna Warnhinweise gesehen. Bei den anderen, ich weiß nicht. Wieso versucht mich etwas zu töten und etwas anderes mit Warnsignalen zu retten? Jeder bösen Kraft steht auch eine gute Kraft gegenüber. Vielleicht sollten Sie an den Ort des Geschehens gehen und nach Hinweisen suchen. In Ricos Wohnung könnte ich gehen. Das ist die einzige Wohnung, für die ich einen Schlüssel habe. Das könnte Ihr Leben retten. Aber ich gehe nicht alleine dorthin.
wissen aber schon, dass das extra kostet. Wer sich in so einer Mini-Wohnung wohlfühlt, durfte ich mal das Bad entweihen? Von mir aus. Soll das eine Warnung sein? Was ist denn hier los? Nichts. Ich wäre nur fast eben draufgegangen. Und, haben Sie schon was gefunden? Ein Buch über Flugzeugabstürze. Ich wusste gar nicht, dass Rico sich für sowas interessiert hat. Hui, schicker Fernseher. Sogar mit 3D? Wir sind nicht zum Vergnügen hier. Sehen Sie mal. Denken Sie, Rico war das? Ich weiß es nicht. Aber wenn er es war, sollten wir seinen Rat befolgen. Kommen Sie! So, rückt noch mal ein Stück zusammen und hört auf mit dem Blödsinn.
mich nicht so an. Ich denke immer noch, dass er verrückt ist.